wenn Sie einmal Ihr Ministerium beschreiben. If you could describe your ministry. I am the Security and Counterterrorism. Ich bin zuständig als Ministerin für Sicherheitsfragen und Terrorismusabwehr. Das ist ein Teil des Innenministeriums in London. Und mein Verantwortungsbereich reicht von Terrorismusabwehr, also zum Beispiel die Verfolgung von Terroristen, aber auch sich mit den Gründen, mit den Ursachen zu beschäftigen, zum Beispiel auf sozialer Ebene. Das heißt, und wir müssen auch natürlich uns um die Bedrohung kümmern, die der Terrorismus für unsere Gesellschaft darstellt. Das heißt, das alles, was heute der Premierminister in seiner Rede gesagt hat, ist Teil meines Verantwortungsbereichs. Und in Großbritannien sind wir sehr darum bemüht, das nicht nur als Sicherheitsfrage zu sehen, den Terrorismus nicht nur als Sicherheitsfrage zu sehen, sondern nach den sozialen Wurzeln zu fragen und auch nach den Folgen für alle Gesellschaften, nämlich die Natur dieser Bedrohungen, der die Gesellschaft heute ausgesetzt ist, haben sich dramatisch gewandelt. Die militärischen Bedrohungen sind ganz anders als zum Beispiel vor 100 Jahren noch, vollkommen anders. Wenn Sie vergleichen, zum Beispiel den Ersten Weltkrieg, als das meiste Kriegsgeschehen einfach auf dem Schlachtfeld stattfand, also zwischen Armeen ausgehandelt war. Das Kriegsgeschehen war bereits im Zweiten Weltkrieg global und begriff die Zivilbevölkerung mit ein. Und heutzutage haben wir Aufstände, haben wir Kämpfe zwischen Bevölkerungsgruppen, zwischen Bevölkerungen wie in Afghanistan, und wir haben den Terrorismus, der ein Angriff auf die Gesellschaft ist und der tatsächlich in der Gesellschaft, in der Bevölkerung selbst Angst und Schrecken säen soll und die Regimes zwingt, aggressiv, repressiv zu sein, um damit Revolutionen auszulösen. Das heißt, wir müssen den Terrorismus bekämpfen, ohne liberale und demokratische Überzeugungen aufzugeben. Das ist eine wirklich große Herausforderung. Und das ist die Politik, die wir im Augenblick in den Großbritannien verfolgen. Das heißt, diese Balance zu halten, diese Balance zwischen demokratischen Überzeugungen und Terrorismusbekämpfung. Das ganze Subjekt ändert sich, nicht? Ja, es kämpfen nicht ganze Nationen, ja, sondern eigentlich wie im 30-jährigen Krieg oder wie in den frühen Bürgerkriegen vor Hobbes, ja, nicht? You're quite right. I mean, in Germany you know about this because you have in Deutschland kennt man das, weil man den 30-jährigen Krieg kennt. Sie hat es auch. Ja, wir waren beteiligt, aber Sie es haben war die beste nicht Philosophie darüber. Ja? We have the best philosophy about this. But I think that we in a sense we are reverting to something like this. Aber ich glaube, wir müssen zu etwas wie diesem Denken zurückkehren, also wir sind zu diesen Problemen zurückgekehrt. Und unsere Vorsichtsmaßnahmen als Regierungen sind
Die Terroristen kommen nicht auf und greifen sie auf Augenhöhe an. Sie werden nicht unsere Armeen angreifen. Sie werden uns nicht unsere Waffenarsenale wegnehmen. Was sie machen, ist unsere Schwachpunkte finden. Und das gilt genauso wie für den Cyberkrieg, für den Computerkrieg, wie für die Terroristen. Hier werden Schwachpunkte aufgetan, Schwachpunkte angegriffen. Und unsere Hauptaufgabe, neben der Stärkung unserer Gesellschaften, unserer sozialen Strukturen, ist es, Menschen in solchen Staaten, die solchen Gefahren ausgesetzt sind, zu schützen, ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, dass sie sicher sind, zum Beispiel, wenn sie ihre Transportsysteme benutzen, dass sie in Zügen, in Flugzeugen sicher sind, dass sie auch Vertrauen haben in ihren persönlichen Beziehungen zueinander. Das heißt, es ist ein gesellschaftlicher Bezug, ein gesellschaftlicher Zugang, den wir hier haben zu diesem terroristischen Problem. Und wir müssen diese verschiedenen strategischen Elemente kombinieren, um den Terrorismus erfolgreich in Großbritannien zu bekämpfen. Wir beschützen unsere Bevölkerung, wir verfolgen Terroristen, wir versuchen, dort, wo sie diese gestärkt werden, das zu verhindern. Und wir bereiten Notfälle vor, natürlich. Wir können nicht garantieren, dass es keine terroristische Attacke, keinen terroristischen Angriff geben wird. Wir können genauso wenig, wie wir extreme Wetterbedingungen verhindern können, die auch Gesellschaften vernichten können. Das heißt, wir müssen auf eventuelle Konsequenzen vorbereitet sein. Und diese vier Elemente, diese Prävention, ist die Hauptsache, ist unsere Hauptaufgabe jetzt. Es geht um den Schutz der Gesellschaft. Es geht um den Schutz der Gesellschaft vor inmitten zerfallender Gesellschaft. It's in the middle of disintegrating society. Right. You have to preserve your society. Und genau das soll hier geleistet werden. Das heißt, unsere Anstrengungen gehen dahin, dass hier Kontinuität entsteht, dass die einzelnen Menschen in der Lage sind, ihren Alltag friedlich fortzuführen. Und das ist unsere absolute Priorität. Natürlich ist Verteidigung im militärischen Sinne ein wichtiger Bestandteil. Wir müssen militärisch in der Lage sein, unsere Bevölkerung zu schützen. Wir wissen nie, woher der nächste militärische Angriff kommt. Es gibt tatsächlich hier Bedrohungen. Aber das Wichtige ist die zivile Ruhe, der zivile Frieden, der zivile Schutz. Strategic Defense and Security Review. Sie haben ja von London aus einen anderen Blick auf die Welt. Ja? Es gibt 389 Millionen Menschen, die Englisch sprechen, mindestens. Und Sie haben sozusagen ein anderes Verhältnis, wenn meinetwegen in Ägypten etwas passiert. Ja? Dann gibt es bei Ihnen Akten. Ja. Und Kenntnisse, die die Kontinuität haben. Ja. Yes, wir sind natürlich immer die Resultate unserer Geschichte und unserer Geografie. Und dass wir eine Insel sind, dass Großbritannien eine Insel ist, bedeutet, dass wir einfach über die Jahrhunderte durch unsere Insellage geschützt wurden. Andererseits sind wir zur See gefahren. Wir haben ein Königreich erweitert ständig. Wir haben überall eingegriffen. Wir sind sehr stark in globale Politik involviert worden. Und ich glaube, das gibt uns tatsächlich eine besondere Perspektive, diese Kombination aus geschützt sein und eingreifen in die Welt.
In fact, we are a European country. Wir sind aber definitiv ein europäisches Land. Man kann uns nicht sagen, dass wir getrennt von Europa wären. Seit die Normannen in England waren. Ja. Sehr lang. Ja. Aber Sie haben, als ich jung war, ja, ein when Kind young, war, da war ein Drittel der Welt rot. That's right. Rosa-rot, ja. Das war British Empire, ja. Und einige der kritischen Herde wie Pakistan, ja, wie also politische Tektonik, ja, politische Geologie der gefährlichen Art, ja. Well, you're quite right. Ist ehemals britisch, ja. And those points of crisis are former British colonies, well, indeed. Of course, the fact that the Taliban were established in Afghanistan. Taliban in Afghanistan etablieren konnten und dass sie verschwunden sind nach Pakistan, als sie in Afghanistan angegriffen wurden. Das heißt also wieder in ein Land flohen, wo vorher die Mujahedin waren. Das ist in gewisser Weise natürlich eine Kontinuität, stellt eine Folge des Aufstandes und der Unruhe dar. Das ist sehr destabilisierend für den pakistanischen Staat. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit mit Pakistan, mit Afghanistan im Commonwealth. Und daher verspüren wir auch natürlich eine Pflicht, nicht nur in Afghanistan, wo wir viele Verbündete haben, sondern wir haben natürlich auch Verpflichtungen Pakistan gegenüber, die wir sehr stark verspüren. Und erst kürzlich hat der Premierminister einen Sicherheitsdialog mit Pakistan initiiert und begonnen. Die Zukunft von Pakistan und unsere eigene Zukunft ist für uns sehr wichtig. Wir haben immer noch einen großen Anteil an Bevölkerung, an ursprünglich britischer Bevölkerung in Pakistan. Das heißt, wir haben auch pakistanische Bevölkerung bei uns zu Hause. Das heißt, die Ruhe, die Stabilität ist für uns sehr wichtig, auch für unsere eigene innere Ruhe und Stabilität unserer Gesellschaft. Und dieser Dialog soll jetzt helfen, die soziale Entwicklung in Pakistan voranzubringen. Ich glaube, das ist eine langfristige Aufgabe. So etwas wird nicht über Nacht geschehen, aber es hat immer Konsequenzen für das eigene Land. Wer kämpft auf diesen neuen Schlachtfeldern? Who is battling on these new battlefields? Das ist ja nichts Einheitliches auf einer Seite und auf der anderen Seite auch nichts Einheitliches. They are not homogeneous. Das sind nicht Panzer. You don't have tanks on one no, side. You don't. You don't. Now, you're quite right to say that one of the things that is hardest. Das Schwierigste in dieser Sache, wenn man diese Probleme angreift, ist erstmal überhaupt die Analyse, die Diagnose, was gerade stattfindet. Und das ist gar nicht einfach. Es ist keine lineare Entwicklung. Wir leben nicht in einem linearen, in einer linearen Welt. Was man an einem bestimmten Zeitpunkt sieht, ist ein Querschnitt durch verschiedene Faktoren, die miteinander zusammenwirken. Und man muss erst einmal diese Interaktion, dieses Zusammenwirken verstehen, um daraus Analysen. Ich habe im Außenministerium im Krisenstab gearbeitet, und zwar das während des Kalten Krieges. Das heißt, ich habe viel Erfahrung mit solchen Fragen. Und wenn ich
mir die Welt jetzt anschaue, dann sehe ich, dass die Welt heute viel komplexer ist als damals. Die Welt des Kalten Krieges war eine sehr gefährliche und es war nicht einfach, mit ihren Problemen fertig zu werden. Und was wir heute sehen, sind ähnliche Gefahren, aber in viel komplexerer Form. Man kann viel mehr Fehler machen, man kann sehr viel mehr verschiedene Fehler machen, wenn man nicht richtig analysiert heutzutage. Das heißt, eine der wichtigsten Aufgaben für Regierungen heute, und das ist das, was mir sehr wichtig ist, ist, dass man vorausschauend sein muss, dass man wirklich etwas sehen muss, dass man Trends sehen muss, dass man Entwicklungen sehen muss. Es nützt überhaupt nichts, am Ende Recht gehabt zu haben, am Schluss zurückblickend Recht gehabt zu haben. Wir haben immer weniger Zeit, komplexen Prozessen zu begegnen. Das heißt, die Fähigkeiten von Regierungen, etwas zu durchschauen, komplexe Entwicklungen zu durchschauen, sind die beste Voraussetzung, um gute Politik, gute Sicherheitspolitik zu betreiben. Das ist aber sehr interessant, weil früher war immer der neue Krieg die Anwendung der Methoden des letzten Krieges auf eine Situation, die sich vollkommen geändert hat. Also mit den Methoden von 1870-71 wird 1914 angetreten. Ja, mit den Errungenschaften von 1918 oder 1917 wird 1939 begonnen. Ja. Und hier ist es aber viel zu gefährlich. Ja. Hier muss zum ersten Mal die Entwicklung der Kriegsführung, auch der Techniken der Kriegsführung und auch die Waffenentwicklung, da kann man seit dem amerikanischen Bürgerkrieg eine stetige Weiterentwicklung beobachten. Aber diese Entwicklung hat sich unglaublich beschleunigt und ist noch verkompliziert durch komplexe Politik und auch Mitspieler, die nicht Regierungen sind. Das heißt Non-State Players, das heißt informelle Mitspieler, Agenten, die keinen Respekt vor staatlichen Organisationen haben. Und genau dieses zum Ziel haben. Sie wollen auf kriminelle Weise, die organisierte Kriminalität zum Beispiel, will die Stabilität von Regierungen und von Gesellschaften unterminieren. Das sind ganz andere Ziele. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Ebene an Unsicherheit und eine sehr hohe Komplexität heutzutage, die es damals so nicht gab. Und müssen immer vor der Geschichte sein, also in advance. Ja? Ein Cassandra-Bataillon. Ja, that's right. Absolutely. Yeah. That's right. I do think, as I said just earlier on, I think that good analysis, which enables gute Analyse, die sie tatsächlich befähigt, etwas vorherzusehen, die Entwicklung sieht, die Möglichkeiten sieht, die eine Entwicklung nehmen kann. Wenn man an den richtigen Ort schaut, das ist wichtig, dann wird man dort auch sehen, was passiert. Und in diese Fähigkeiten der Regierungen, etwas, eine Krisenherde zu betrachten, bevor es zu spät ist, da hinein müssen wir investieren. Thank you.
We have created in NATO a new division. Wir haben eine neue Abteilung in der NATO geschaffen, to deal with so-called emerging security challenges, um mit dem zurechtzuwerden, was Notfälle sind in der Sicherheit, Sicherheitsnotfälle. Also insbesondere der Cyberkrieg, wie man auf Cyberangriffe reagiert, die Frage danach, wie wir die Massenwaffenbedrohung in den Griff bekommen, wie wir gegen den Terrorismus vorgehen können erfolgreich, und auch die Energiepolitik, die Sicherheit der Energiepolitik. Was kann die NATO auf diesem Gebiet leisten? Das heißt, meine Verantwortung besteht jetzt darin, tatsächlich auch Handlung zu den Worten hinzuzufügen. Das heißt, dass die NATO auch wirklich ein Spieler, ein Agent ist und nicht nur Worte macht, nicht nur spricht in diesen Belangen. Das Erste, der Cyberkrieg. Ja, man kann sich ja was vorstellen darunter inzwischen, ja, nicht? Und wenn Sie da einmal beschreiben, was gibt es da Action behind words? Ich glaube, drei Dinge sind hier sehr wichtig wegen des Cyberkriegs. Zunächst natürlich unsere eigenen Systeme, unsere eigenen Computersysteme zu schützen. Das heißt, wir haben militärische Systeme, wir haben zivile Systeme und 30.000 Agenturen, Institute, die zum Beispiel für Operationen wie in Afghanistan miteinander vernetzt sind, in Netzwerken miteinander zusammenarbeiten, wo auch die Alliierten und die NATO und andere Außenministerien sich mit der NATO in einem großen Computernetzwerk verbinden. Das heißt, wir müssen bis Ende des nächsten Jahres dafür sorgen, dass wir ein einheitliches Schutzsystem für alle diese Institutionen, für alle diese Computer etablieren. Wir haben ungefähr 100 Eindringlinge in unserem Computersystem pro Tag, und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Das zweite große Problem ist die Schnittstelle zwischen nationalen Organisationen und der NATO. Der schwächste Punkt liegt nämlich immer in genau diesen Verbindungsstellen zwischen nationalen Computersystemen und internationalen Computersystemen. Und die dritte Ebene, um die wir uns kümmern müssen, ist, dass immer mehr unserer Verbündeten erst jetzt darauf aufmerksam werden, dass sie ein Cyberproblem überhaupt haben, dass sie nicht geschützt sind, dass sie keine nationale Politik auf dieser Ebene, keine nationale Sicherheitspolitik auf dieser Ebene haben und dass sie keine Zentrale haben, die diese Sicherheit steuern kann. Und hier wollen wir hilfreich sein, indem wir Übungen, indem wir gemeinsame Minimalstandards etablieren, um eine Computerprotektion, also eine Computersicherheit zu etablieren. Wie zum Beispiel in Estonia, wo wir vorhersehen, dass sie Opfer einer Attacke werden könnten. Das heißt, das ist jetzt für uns wirklich eine der größten Herausforderungen. Bei Estland wäre das ein Angriff von Russland. Das ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Aber genau das ist das Problem. Normalerweise weiß man in der Militärstrategie, wer einen angreift, aber genau das ist das Problem mit den Cyberangriffen. Der Gegner ist nicht bekannt. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, aber es ist eigentlich auf der Ebene des Cyberangriffs perfekte Anonymität. In Estland hat man das gesehen. Der Angriff lief durch 1,6 Millionen Computer, durch 60 Länder, bevor die Attacke an dem Punkt ankam, auf die sie gerichtet war. Das heißt, man kann ganz schwer zurückverfolgen, wer überhaupt verantwortlich ist. Und dann kann jedes Land natürlich sagen, ich bin überhaupt nicht verantwortlich, sondern meine patriotische Bevölkerung hat diesen Angriff in die Wege geleitet. Das heißt, eine der dringendsten Angelegenheiten, was die Cybersicherheit angeht, ist, die Informationssysteme so zu schaffen, dass die Identität zwangsläufig abgefragt wird, wenn Menschen dieses System benutzen wollen. Das heißt, wir müssen eine Akkreditierung einführen, eine zwangsläufige Akkreditierung. Jeder muss sich identifizieren, wenn er dieses System benutzt. Ich bin hier allerdings nicht sehr optimistisch.
In den baltischen Staaten hatten wir jemanden, der in das deutsche E-Banking-System eingestiegen ist. Das heißt, es gibt natürlich die Möglichkeit, Leute zu identifizieren und einen Angriff wirklich auf seinen Urheber zurückzuführen. Ich denke, wir werden auf die Dauer eine solche Lösung wirklich auch technisch realisieren können. Proliferation, das ist Waffenhandel, aber insbesondere Handel mit atomarem Material. Wir neigen eher dazu, uns auf die Atomwaffen zu konzentrieren, was den Waffenhandel angeht. Es wird immer mehr Staaten im 21. Jahrhundert geben, die Nuklearwaffen besitzen, aber wir müssen uns genauso auch um die konventionellen, um die Raketenwaffen kümmern, mit denen ebenso gehandelt wird. Und wenn sie gegen Städte eingesetzt werden, können sie enorme Schäden anrichten, wie wir im Iran-Irak-Krieg gesehen haben. Und Langstreckenraketen werden weltweit von sehr, sehr vielen Ländern eingesetzt und besessen. Das heißt, wir brauchen die Technologie, die uns auch jetzt zur Verfügung steht. Und in den nächsten Jahren können wir hoffentlich mit der Hilfe von Russland ein Raketenabwehrsystem installieren, das gegen fast alle Systeme erfasst, die von den meisten Ländern dieser Welt benutzt werden. Das heißt, wir können das gegen die Mehrheit der Staaten einsetzen, die Raketen besitzen. Das möchten wir aus einer Kombination von amerikanischen Systemen, von europäischen Systemen etablieren, aber unter der Leitung der NATO. Waffenkontrolle ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt, den Handel kann man nur eindämmen, wenn man tatsächlich darauf achtet, dass die verschiedenen Verträge hinsichtlich der Waffenreduktion, hinsichtlich der Waffenkontrolle auch eingehalten werden. Was können wir drittens dagegen tun, dass die Technologien, die Kriegstechnologien außerhalb der Länder bleiben, die diese missbrauchen könnten? Wie können wir den Waffenschmuggel eindämmen? Wie können wir den Waffenhandel und auch den Handel mit Technologien einschränken? Das heißt, es gibt viele Dinge, die die NATO machen kann, und da müssen wir auch wirklich dran arbeiten. Sie verstehen ja meine Fragen genau. Ja, Sie sprechen Deutsch. Ja, nee, ja. Also man spricht über die eigene Funktion, die sehr delikat ist, ja, nicht gern in einer anderen Sprache, aber Sie könnten auch auf Deutsch antworten. Ja, ich kann diese Antworten auch auf Deutsch geben, aber ich glaube, für meine Geschwindigkeit wäre es noch besser auf Englisch. Und wenn wir die Geschwindigkeit verlangsamen, denn sie ist sehr hoch, ja, dann würde man wechseln können. Was sind die wirklichen Waffen, die Sie einsetzen können, die Aktionen hinter den Worten, wenn es um die Verhinderung von Proliferation geht? Das ist ja eines der wichtigsten Themen der Welt. Yes, aber ich antworte immer lieber auf Englisch. Entschuldigung. Wir können viel tun. Das Erste ist natürlich wirklich die bessere internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel Sanktionen. Wenn Russland und China sich für Sanktionen zusammenschlossen, war das sehr viel effektiver im Iran als einzelne Sanktionen. Es können Bankkonten eingefroren werden, wenn man sich international verständigt. Der Handel kann eingedämmt werden. Es kann der Handel mit Erdöl und Erdgas eingefroren werden. Das heißt, wenn große Staaten hier kooperieren in den Sanktionen, dann hat man das im Iran gesehen, ist das
das sehr effizient und sehr effektiv. Und das müssen wir vermehrt einsetzen. Wir müssen mit Angeboten kommen, die schwer abzulehnen sind, mit attraktiven Angeboten für die Länder, die die Atomenergie nutzen wollen. Verstehe ich Sie richtig, dass hier eine konkrete Zusammenarbeit zwischen NATO und Russland stattfindet, ja, um das zu ermöglichen? Der Minister Ivanov hat heute ganz deutlich gesagt, dass Russland Iran nicht möchte, dass Iran Nuklearwaffen entwickelt. Das heißt, Russland ist ein unmittelbarer Nachbar von Iran, sehr viel mehr natürlich als Europa und die USA. Das heißt, diese Fähigkeit, hier zusammenzuarbeiten, nicht nur auf der Ebene der Sanktionen, sondern auf der Ebene der konkreten Angebote, die Iran gemacht werden können, zum Beispiel diesen Brennstoff, nuklearen Brennstoff zur Verfügung zu stellen, der für friedliche Zwecke genutzt werden kann, bedeutet, dass wir hier einen Handel eingehen können mit Iran. Und diese Zusammenarbeit erst bringt Iran wirklich unter Druck und bringt sie in den Zwang, hier zu reagieren. Und das erleichtert auch die Frage der Aufstellung von Raketen an der russischen Grenze, ja, die wiederum auch Beunruhigung geschaffen hat. Ja, und die wird unnötiger in dem Maße, in dem Russland mit NATO in der Iran-Frage kooperiert. Ich glaube, dass ein weiterer Aspekt ist, dass wir gemeinsame Abwehrraketen Russland angeboten haben. Das heißt, dass wir ein vereinheitlichtes Konzept von Raketenabwehr hier aufgestellt haben mit Russland. Wir müssen da noch viele Fragen lösen. Aber wenn Russland und die NATO gemeinsam ein Abwehrsystem erarbeiten können, das sowohl das russische als auch das NATO-Territorium umfasst, dann wäre das wirklich das erste Mal seit Jahrhunderten, in dem tatsächlich Russland zum Teil eines euroatlantischen Paktes wird. Und wenn wir gemeinsam diese ganzen technischen, legalen und finanziellen Probleme lösen konnten, die mit der Raketenabwehr verbunden sind, dann könnten die NATO und Russland gemeinsam auch die Probleme der konventionellen Waffen, der Cyberangriffe, der Piraterie, dann könnten wir alle gemeinsam gegen diese weiteren Probleme vorgehen. Es ist nicht nur ein einzelnes Programm, das wir hier verfolgen, sondern wir zielen darauf, die ganze Beziehung zwischen Russland und der NATO auf diese Weise zu verändern. Das heißt, wenn wir wirklich diese Perspektive einer gemeinsamen Raketenabwehr entwickeln können, dann wäre das erst wirklich das Ende des Kalten Krieges. Ladies and gentlemen, Secretary of State of the United States of America, Hillary Rodham Clinton, and the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Sergei Lavrov, are signing the Protocol of Exchange of Instruments of Ratification of the Treaty between the United States of America and the Russian Federation on measures for further reduction and limitation of strategic offensive arms. With this exchange, the treaty will enter into force. Уважаемые дамы и господа, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Родом Клинтон подписывают протокол об обмене грамотами о ратификации договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Der dritte Punkt war Counter-Terrorism. Terrorismusabwehr. Allein eine Aufgabe für ein ganzes Ministerium. Ja. Dieses Jahr jährt sich das zehnte Mal der Angriff vom 11. September. Das heißt, es ist deswegen sehr, sehr wichtig, auch gerade in diesem Jahr noch mal zu bilanzieren, was wir richtig gemacht haben, was wir falsch gemacht haben. Wir hatten natürlich keinen weiteren Angriff dieser Dimension, aber die Gefahr des Terrorismus ist natürlich präsent, wie viele Sprecher hier auf dieser Konferenz immer wieder betonen, zum Beispiel Cameron heute. Sie würden schon sagen, dass die Erfahrungen des 11.9.
ja, dazu geführt haben, doch Grenzen zu setzen für den Angriff. Ja, nicht? Das kann man schon sagen. Hm. Ja? Wir haben nicht nur Glück gehabt, sondern wir hatten auch Verstand. Yes, yes, indeed. To some degree we have had luck as well. Wir waren natürlich, wir hatten auch Glück, muss man sagen, weil viele Angriffe versucht wurden, die aber nicht stattfanden, die nicht glückten. Zum Beispiel ein junger Mann aus Nigeria, der aus dem Jemen kam mit Bomben in seiner Unterhose. Das wäre fast hochgegangen. Das hätte zum Beispiel auf dem Einflug nach Detroit schnell losgehen können. Aber sie haben eben einfach nicht funktioniert. Oder auch einer, der mit einer Bombe in den Schuhen kam, oder der Bomber vom Times Square, der in seinem Auto eine Bombe hatte. Alle diese Bomben sind nicht explodiert. Das heißt, wir haben ein gewisses Quantum Glück gehabt. Aber die andere gute Nachricht ist, dass eine große Anzahl von Attacken, die so zerstörerisch wie die des 11. September gewesen sein könnten, wurden vereitelt tatsächlich durch die Geheimdienste. Das heißt, es gab zum Beispiel Bomben in Tintenpatronen, die in einem Flugzeug aus dem Jemen über Deutschland nach USA fliegen sollten, wo die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Deutschen, den jemenitischen und den USA-Geheimdiensten tatsächlich erlaubt haben, diese Anschläge zu verhindern. Das heißt, wir haben einerseits natürlich Glück gehabt, andererseits aber natürlich funktioniert heutzutage die Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten sehr viel besser als vor den Angriffen des 11. September. Wenn Sie an die nächsten 10 Jahre denken, ja? 10 Jahre sind ja für die NATO wenig, ja? Nicht? Für eine Institution. Was für Schwerpunkte sehen Sie in der Zukunft? Well, I think there are three big issues. Ich glaube, drei richtig große Fragen. Die erste ist, nach Afghanistan müssen wir hier wirklich Bilanz ziehen, müssen wir unsere Lehre ziehen. Das heißt, wenn wir eingreifen irgendwo, müssen wir das in Zukunft besser tun, als es uns in Afghanistan gelungen ist. Heute machen wir es richtig in Afghanistan, aber wir hätten es sofort so machen müssen, als wir 2003 dort eingegriffen haben. 2003 war die Menge an Soldaten nicht ausreichend. Wir hatten keine ausreichende, im Grunde gar keine militärische Strategie, da müssen wir ehrlich sein. Wir hatten überhaupt keine Zusammenarbeit zwischen dem militärischen und dem zivilen Gebiet. Ein großes Planspiel, ein riesiges Verlust. Wir waren ungeheuer langsam. Wir haben viele Seiten verschwunden, which obviously would mean that had we done the things in 2003, das heißt, wenn wir 2003 schon so gehandelt hätten wie heute, so professionell gewesen wären wie heute, dann wären wir sehr viel weiter. Das heißt, zum Beispiel die Ausbildung des afghanischen Militärs und der afghanischen Sicherheitskräfte, das hätte natürlich dazu geführt, dass wir sehr viel früher und sehr viel schneller die Verantwortung an Afghanistan wieder hätten übergeben können. Wenn Sie alle großen Krisen betrachten, die zum Beispiel während meiner Lebenszeit stattfanden. Die Berliner Mauer zum Beispiel, die hat niemand hervorgesehen. Der Kollaps der DDR hat auch niemand vorhergesehen. Nicht einmal den Kollaps der Sowjetunion 1991. Niemand. Das hat alle unglaublich überrascht, auch der Angriff des 11. September. Der Kollaps des tunesischen Regimes jetzt, das eigentlich als eines der stärksten Regimes erschien. Wir haben keine Cassandra-Abteilung, wir haben keine Prophezeiungs- oder keine Wahrsager-Abteilung. Manche Leute sagen, das ist einfach nicht vorhersehbar. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn man auch den Tag oder auch die Art nicht vorhersagen kann, in der so etwas geschieht, kann man doch
doch, wenn man zurückschaut, wenn man in der Geschichte zurückschaut, sehen, dass es einfach immer Warnsignale gab, die nicht gesehen wurden, weil die Geheimdienste zum Beispiel woanders hinsahen, weil die Politik in die falsche Richtung schaute. Das heißt, eine der wichtigen Fragen ist es jetzt, unsere Geheimdienste dazu zu bringen, wirklich sich zu konzentrieren auf die nächste Krisenregion. Und wir müssen kontinuierlichen Austausch haben in der Allianz, um uns klar darüber zu sein, was der nächste Krisenherd werden kann. Wir haben uns politisch in letzter Zeit immer darauf konzentriert, wo unsere Truppen zum Beispiel schon standen, zum Beispiel Kosovo, Bosnien, Afghanistan. Das heißt, die politische Aufmerksamkeit folgte auf ganz paradoxe Weise, wir haben den Wagen vor das Pferd gespannt. Also die politische Aufmerksamkeit folgte paradoxerweise den militärischen Aktionen anstatt umgekehrt. Gibt es in England das Märchen vom Hase und Igel? Der Igel, ein Hase rennt, in Wettbewerb. Ja, La Fontaine. Und die Igel und seine Frau sind schon dort. Ja, die haben sich gar nicht bewegt. Ja. Ist die bessere Rolle. Well, I would prefer, if I may, the paradigm that was used by a great British philosopher called Isaiah Berlin. Der Philosoph Berlin. Isaiah Berlin. Ja, ja. Er war ein sehr berühmter britischer Diplomat und Philosoph. Und er hat ein Bild geschaffen zwischen dem Fuchs und dem Igel. Der Fuchs hat einen großen Gedanken, einen einzelnen Gedanken, wie zum Beispiel im Kalten Krieg, wo wir auf einen ganz bestimmten Gegner unsere ganze Aufmerksamkeit richteten. Aber der Igel muss ganz viel wissen. Er muss listig sein. Er muss Komplexität beherrschen. Er muss mit Komplexität fertig werden. Und wir müssen jetzt nicht mehr gute Füchse sein, sondern wir müssen jetzt gute Igel sein. Das heißt, wir müssen sehr viele verschiedene Elemente zusammenfügen und wir sind noch im Lernprozess. Was sind in England die schönsten Kindergeschichten? Ja, Mother Goose, annotated? Ja, ist das gut? There are so many. Sehr gute, ja, nicht? Gibt es sonst solche Geschichten? Was wir auf keinen Fall wollen, ist Peter Pan, nämlich der Junge, der in einer Fantasiewelt lebt und sich weigert, erwachsen zu werden. Und das wollen wir eben gerade nicht. Wir dürfen nicht in Fantasiewelten leben. Wir dürfen die Welt nicht so sehen, wie wir sie uns gerne vorstellen würden oder auch nostalgisch zurückblicken, sondern wir müssen uns der Welt stellen, so wie sie heute ist und wie ihre Verhältnisse heute sind. In Peter Pan haben sie das böse Krokodil, den bösen Captain Hook. Die siegen nie, aber im wirklichen Leben siegen die Schurken. Das heißt, es darf keine Fantasie sein. Es gibt noch eine Geschichte, die es nicht sein sollte. Die Kröte aus Toad Hall. Das ist eine sehr berühmte Geschichte von Kenneth Graham, der Wind in den Weiden geschrieben hat. Das Held ist der Kröterich auf Deutsch. Und er hat jeden Tag ein anderes Hobby, er hat jeden Tag eine andere Beschäftigung. Zum Beispiel am Montag Rennautos, am Dienstag Golf, am Mittwoch am Mittwoch Autorennen. Am Mittwoch Autorennen. Yeah, or whatever. But the point I want to tell you this, because the thing is that Mr. Toad never focuses his attention long enough on konzentriert sich nie lange genug auf etwas, um irgendetwas tatsächlich zu beherrschen. Er bleibt dilettant auf jedem Gebiet. Dilettant von allem. Aber was die Sicherheit angeht, ist es das Gleiche. Wenn man hier nach München auf die Sicherheitskonferenz kommt, sind es in einem Jahr die Massenvernichtungswaffen, im nächsten Jahr die Nuklearwaffen. Es gibt immer eine Mode, ein Thema des Jahres. Und Terrorismus war das Thema letztes Jahr oder vorletztes Jahr, aber es ist dieses Jahr genauso präsent. Und unsere Energieprobleme sind auch immer noch präsent, obwohl wir keine akute Energiekrise haben im Augenblick.
Augenblick. Das heißt, wir sollten uns nicht verhalten wie der Kröterich und einem modischen Thema nachrennen, sondern wir müssen uns auf ein Thema konzentrieren und mit ihm arbeiten, so lange, bis wir es tatsächlich auch in den Griff bekommen haben.